Aloha, ich grüße euch. Heute mal zu einem Video, was null mit Basteln zu tun hat. Also wirklich null, null, null. Ich habe Post bekommen, ich habe was bestellt und das würde ich gerne mit euch teilen wollen, weil vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Und ja, was das ist, bleibt gespannt. Nach dem Intro geht's los. So, bevor es losgeht, kurze Anmerkung. Ich probiere die Sachen gleich an. Das ist natürlich das erste Mal, dass ich die anprobiere. Und ja, ich stelle mich noch ein bisschen blöd an. Man muss damit ein bisschen spielen. Der erste Turban ist, ja, da muss ich noch ein bisschen Handhabung üben. Ich finde die Sachen mega. Wie gesagt, ich bin nicht beauftragt worden, ich bin nicht dafür bezahlt worden, sondern einfach meine Meinung. Ich finde es cool, aber bleibt bis zum Ende dran. Schaut selbst. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. House of Christine. Headwear, ne? Kopfbedeckung. Ich habe ja lange Haare und ich trage gerne Haarreifen, ich trage gerne Kopfbedeckungen und bin auch immer auf der Suche danach. Und durch Zufall bin ich hier auf diesen Shop gestoßen, House of Christine, und war total begeistert. Richtig coole Sachen, Turban, Mützen und wirklich auch für viel Haar, für große Köpfe, für, also mega. Ich war total begeistert und habe jetzt im Sale mal zugeschlagen. Das ist keine Kooperation, alles selbst bezahlt von mir. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie es verpackt war. Ich habe es schon ausgetestet und wieder so gut ich es konnte verpackt. Ich möchte euch jetzt dran teilhaben lassen. Viel Spaß. So, gekommen ist das Ganze in diesem Plastik. Beutel. Zu finden ist dieses House of Christine überall, ne? YouTube, Instagram, Facebook und Pinterest. Da sind ganz, ganz tolle Sachen für jeden was dabei. Und jetzt zeige ich nicht, dass ich zu viel raushole. Also es war alles schön in Seidenpapier verpackt. Und in diesem Seidenpapier waren die zwei Sachen drin, die ich bestellt hatte. Und ich gucke mal, was hier noch bei ist. Oh, ein Schokolädchen. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Schokolädchen. Dann ist es leer. Ein Rücksendeetikett. Eine kleine Karte. Und mein Lieferschein. Und noch ein Rücksendungsformular. Das brauche ich nicht, weil ich das behalten werde. So. Also. Das war alles, das habe ich natürlich nicht mehr da reingekriegt. Ich habe es vorsichtig aufgemacht, aber nicht mehr da reingekriegt. Das war alles hier schön eingeschlagen in dieses Seidenpapier. Richtig klasse. Das habe ich vorsichtig rausgezogen, natürlich nicht mehr reingekriegt. So, die beiden Sachen. Dann haben wir hier 20 Jahre Geburtstag. Thank you. Und hier haben wir so ein, na, so eine Karte. Liebe Grüße, Susanne. Die hat das wohl für mich gepackt. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Und wo ist das Schokolädchen? Ich habe gerade noch das Schokolädchen. Hier, das finden wir auch nochmal. Deswegen wahrscheinlich die Schokolade für 20 Jahre Geburtstag. So, wir fangen jetzt mit dem ersten hier an. Der war so hier drin verpackt. Das war flacher, weil es schön zusammengefalten war. Und hier ganz toll eingepackt. Hier könnt ihr schon mal linsen. Und zwar, ja, sind das quasi so wie so ein Turban. Und zwar, ja, für Frauen, die gerne sowas tragen, weil sie es einfach möchten oder auch, weil sie Probleme haben. Schütteres Haar, Haarausfall, nach einer Erkrankung. Es gibt ja viele Gründe, warum man sowas tragen möchte, muss. Oder, also ich möchte es einfach. Ich habe im Moment keine Probleme. Ich möchte es einfach. Ja, das war wahrscheinlich im Sale, weil das ist schön dick wattiert. Also das ist eher was für den Winter. Aber trotzdem, ich habe es jetzt erstmal bestellt. Es ist ja auch bis April oder so noch etwas kälter. Das ist etwas dicker. Was hier, ne? Ich gucke mal, was hier hinten drauf steht. Ach, mit der Hand waschen steht hier drauf. Handwash,
Handwash, genau. Handwash only, 100% Baumwolle. So, und so sieht das auch aus. Erstmal noch total unspektakulär. Hier hinten sind so lange Gebämsels dran. So, hier ist eine Beschreibung, wie man das machen könnte. Und ich ziehe den gleich mal auf und blende euch dann Bilder ein oder ein Bild. So. Vorher packen wir aber den anderen noch aus. In den habe ich mich ja direkt schockverliebt. Absolut mega. Der kam so eingepackt. Boho Spirit. Pearl Boho Turban Set Anthrazit Braun Mix. Ich halte euch das mal hier rein. Wie gesagt, im Moment wahrscheinlich noch so, hä? Was will der Heckwisch von uns? Aber ich finde es cool. Ich werde es auch tragen, sonst hätte ich es mir ja nicht bestellt. Ne? So, mache ich ab, weil, wie gesagt, ich habe es schon getestet. Und das sieht so aus. Könnte auch noch nicht viel mit anfangen. Oh, guckt mal, die Farben finde ich mega, 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 mega. Ja, und ich würde sagen, ich ziehe die Sachen jetzt mal auf und zeige euch die Fotos. Oder vielleicht filme ich auch. Mal schauen, werdet ihr jetzt sehen. So, ihr Lieben, mein erster Versuch. Ich habe natürlich heute Zöpfe. Auf jeden Fall, die Haare würden auch drunter passen. Man kann das verschieden machen. Ich habe das jetzt, die langen Bänsels, einfach hier so drum gebunden. Ne? Ich kann mir die aber auch hier, jetzt sehe ich aus wie von unserer kleine Farm, schön hier was machen. Ich finde es total cool. Ich werde das jetzt gerade mal versuchen. So, ihr Lieben, nicht lachen. Das ist der erste Versuch. Also, wenn man das ordentlich macht, ich habe das einfach wie, das war so ein bisschen, also wie das beschrieben war, so ein bisschen getrillert. Aber es funktioniert noch nicht ganz so, wie ich das möchte. Also, für mich wäre die Variante mit hier oben drüber irgendwie besser. Ich finde das recht neutral. Es gibt da auch noch hier so Bänder, die man sich hier drüber legen kann. Das werdet ihr jetzt beim nächsten sehen. Aber ich finde es mega für alles Mögliche. Wie gesagt, ob ihr es nötig habt oder einfach nur schön findet, total egal. Ich finde es mega, dass jemand sowas entwickelt hat. Das hier ist auf jeden Fall für mich noch übungsfähig. Also ich muss da noch ein bisschen lernen, mit umzugehen, auch wenn alle Haare drin sind. Ne? Aber ich finde es cool und ich werde es tragen. Jetzt seht ihr das andere. So, ist der nicht mega? Ich finde den total cool. Ich habe natürlich immer noch die Zöpfe und nicht die ganzen Haare darunter. Aber das funktioniert natürlich auch. Und das ist dieses, da kommt Emmy angetrappt, das ist dieses Band, weil ich ziehe das jetzt mal runter. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich ziehe das einfach mal runter, damit ihr das sehen könnt. Ups. So, ne? Das ist so diese Mütze, quasi wie dieser Turban. Und dann macht man das hier halt da drüber. Da kann man verschiedene Sachen auch bestellen. Ich filme gerade mit der einen Hand, deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen blöd. Aber ich mache mich gerne hier zum Affen. Ich fand das total cool. Vor allem, wie gesagt, wenn jemand nach sowas sucht, warum auch immer, ne? Ob aus religiösen Gründen, medizinischen Gründen, ich finde das mega. Ich werde den morgen auf jeden Fall auf der Arbeit anziehen. Und ich werde mir für den Sommer auch noch welche bestellen. Ich finde die total klasse. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ob ihr sagt, die dreht jetzt komplett am Rad. Ich finde es mega. Und ja, freue mich da drauf. Natürlich, ne, wenn man noch passend angezogen ist, den schicken schwarzen Blazer drauf. Ich finde das total schick. Okay, ich bin auf eure Meinung gespannt, ihr Lieben. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Wie gesagt, unbezahlte, unbeauftragte Werbung. Ich habe keine Kooperation, alles selbst bezahlt. Einfach meine Meinung. Ihr Lieben, schaltet mir ein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das ist und bleibt kostenlos. Wir sehen uns, bleibt gesund. Tschüss.